Freunde von Sibi Like Trains, hier ist wieder euer Sibi. Und ich habe mir mal gedacht, ich möchte mal zwischendurch auch mal Danke sagen. Ich habe so viel Gutes widerfahren in der Zeit, wo ich jetzt hier Modellbau mache. Ich bin jetzt seit Januar dran. Und ja, also was mir da für nette Leute über den Weg gelaufen sind, kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich finde das so faszinierend, dass es so viele nette Menschen gibt, die mit so wenig Information über einen selber so viel Information auch von sich preisgeben. Die Hilfe, die ich hier erfahren habe, oder auch die Unterstützung, egal in welcher Hinsicht, finde ich bombastisch. Da wäre zunächst wirklich mal erwähnt, ich möchte so ein paar Namen sagen und auch bei den Leuten mich mal bedanken. Werde ich natürlich auch die Kanäle von den Jungs unten reintun. Als allererstes mal dem Sascha von Saschas Mobertraum in Siegen. Jeder kennt ihn, jeder weiß, was das für einer ist. Ein super lieber Kerl, sehr, sehr hilfsbereit. Den kann ich anrufen bzw. schreiben, wann ich will. Der hat immer ein offenes Ohr für jemanden, zumindest für mich jetzt im Moment. Und ich habe manchmal echt doofe Fragen, wo ich dann eine Antwort von Sascha kriege und sage, meine Fresse, ey, was bist du blöd? Naja, ist manchmal so. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, weil kann man sich nicht alles merken. Dann N-Onkel, früher Bioflex, ein super lieber Kerl, sehr hilfsbereit, hat eine tolle Anlage, habt ihr ja gesehen, ich bin ja bei ihm gewesen. Der hat mir jetzt für wirklich freundschaftliches, kleines Geld noch einen Computer vermacht, einen Rechner mit Monitor und für wirklich kleines Geld, was ich unten einbringen werde, da werde ich dann den Train Controller drüber laufen lassen und die ganze Steuerung von der Eisenbahn. Super Prozessor drin, Arbeitsspeicher, alles dabei für kleines Geld. Dann habe ich noch gekriegt eine kleine Zange von ihm, die ich immer mal haben wollte, die hatte er wohl zu viel, hat er mir heute gegeben, ich war nämlich heute noch bei ihm. Und an dieser Stelle nochmal schöne Grüße. Hab von ihm auch die Zange gekriegt, hab von ihm auch noch Kleinigkeiten gekriegt, wie ein paar Laternen, die ich später dann auf jeden Fall auf die Anlage setzen werde. Und die auf jeden Fall verbauen werden, das ist mal ganz klar. Dann der Thomas, da habe ich ja eine Flasche Dampfbier von gekriegt, der Weidi WW 1001. Thomas, dir auch wünsche ich eine super schöne Sommerpause, erhol dich gut mit deiner Frau, mach was Schönes, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und was ich noch sagen wollte, das erstmal zum Dankeschön an die Leute, wie gesagt, Kanäle werde ich unten reinsetzen. Sollte ich jetzt noch jemanden vergessen haben, tut mir leid. Heute ist ein bisschen Weihnachten für mich, ich habe ein paar Sachen bestellt. Und zwar würde ich das mit euch mal aufmachen. Habe ich hier gekriegt von, wo habe ich das bestellt, sollte man mal machen, Modellbahn Shop Lippe. Flexgleise, schön, ja, mit Werbung drin, hervorragend. Naja, muss ich hier lassen, sonst fällt das hier auf. Also auf jeden Fall, hier sind Flexgleise drin. 10 Stück und habe ich gekriegt. So, dann wo ich mich ganz besonders drüber freue, ist die Tatsache, ich habe ja meine Lok kaputt gehabt, die habe ich eingeschickt und dann hat man mir gesagt, das kann bis zu 6 Wochen dauern, nach 3 Wochen kommt heute ein Paket an mit einer Reparatur, nein, keine Reparatur, eine komplett neue Lok. Also ich halte das jetzt mal hier so in die Kamera rein, hat jetzt jeder gesehen, aus Werbezwecken tue ich die wieder weg. Die haben das Ding nicht repariert, die haben einfach gesagt, das dauert zu lang, ist ja wahrscheinlich eine neue Lok mit neuer Garantie. Alles super schön, wunderbar läuft. Ich habe heute echt Weihnachten. Dann habe ich noch bekommen, jetzt habe ich natürlich super kein Messer dabei, das andere hatte ich schon mal vorab aufgemacht. Herzlichen Glückwunsch, muss ich Messerchen holen. So, dann habe ich noch gekriegt, Modellbahn Shop Sebnitz. Kann ich nur jedem empfehlen. Links tue ich auch unten rein. Schneide ich noch, dann haben die Leute noch was zu lachen. So. Was ist jetzt hier los? Okay. Und zwar, ich bei denen
eine Schotterhilfe bestellt. Jawohl. Papa will ja auch irgendwann mal losschottern. Größe N. Ja. Bestellt, geliefert. Und von Digizentrale einen Schotterbesen zum Schotterbesen Acryl zum Zusammenstecken. Bausatz. Mit Anleitung, fachmännische Anleitung, brauche ich auch. So, dann habe ich noch Werbung, Kühlmodell und digital haben sie mir dabei getan. Oh, schöne Autos. 3 Stück, 133,90 Euro. Läuft. Gucke ich mir mal in Ruhe an. So, und dann, ja. Oh, hat geklingelt. Ich muss mal gerade runter, Leute. Bleibt dran. Bis gleich. Guten Tag, bitte. Guten Tag, ein Paket für Sie, Bert. Oh, danke schön. Bitte schön. Schönen Feierabend. Danke, tschüss. Oh. Freunde, da kommt hier gerade ein Paket an. Ja? Ich lese mal den Absender vor. Der wohnt... nee, also Marcel... auch genannt Spur N Eisenbahngeschichten. Ja, er hat mir noch sogar noch ein Smiley hier drauf getan. Und ja, also ich habe jetzt schon irgendwie ein bisschen Angst, das auszupacken, weil das doch relativ groß ist. Aber, was Mut da Mut. Ihr seid echt bekloppt, Leute, ehrlich. Ihr seid echt bekloppt. Jetzt weiß ich allerdings auch nicht, was da drin ist. Jetzt weiß ich, boah, Gott. Also zumachen kannst du schon mal, Marcel. Das kann man nicht anders sagen. Wenn ihr Klimpern hört, dann ist das meine Frau in der Küche, die dieses Video hier stört. So. Da wollen wir nochmal gucken. Also, geht los. Als allererstes mal ein Brief. Hi Guido, wie versprochen sende ich dir meine verbliebenen Spur N-Häuser. Der Bahnhof würde sich gut als Nebenhaltestelle oder Güterbahnhof machen. Die Burg lässt sich sicher auch toll. Die Burg? Die Burg lässt sich sicher auch toll bei dir verbauen. Damit du allem etwas Leben verleihen kannst, liegen noch 50 Figuren und 12 Bäume bei. Zudem habe ich dir eine kleine Überraschung und Andenken hinzugefügt. Würde mich freuen, wenn du damit Verwendung finden würdest. Auf einen guten Modellbahnzusammenhalt und Grüße aus Bremen. Marcel. Ja, leck mich am Arsch. Also du hattest das ja angekündigt, dass du was hast. Auch ein Haus oder auch einen kleinen Bahnhof und ein paar Figürchen. Aber ich glaube, eine Burg hattest du nicht erwähnt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Und das ist schon, ne, das soll schon was heißen. Ne, Schatz? Ja. Gut. Ist fein gesagt. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, ich glaube, das ist die Überraschung. Mach ich anders, mach ich anders. Ihr könnt ja gar nichts sehen. Heiliges Fressbrett. Oh, guckt euch das mal an. Das ist, glaube ich, die Überraschung, wovon ihr gesprochen habt. Ein kleines Diorama mit Bäumchen. Ein Zug drauf und als, ja, soll so eine Art Park sein oder sowas, denke ich mal. Saugeil. Also Marcel, dafür alleine schon, vielen Dank. Das ist der Hammer. Sehr schön. Irre. Geht weiter. Katze, das ist richtig für dich, ne? Ach du Scheiße, Freunde der Nacht, ey, seid ihr denn wahnsinnig? Guck dir das mal an. Ein Übergang für den Bahnhof. Oder für was auch immer. Boah, Marcel, du bist verrückt. Du bist echt verrückt. Das werde ich nicht nur verbauen, das werde ich in Ehren verbauen. Das werde ich zeremonisch irgendwie, ich weiß noch nicht, ich bin gerade ein bisschen hier tödlich in der Birne. Geht weiter, Freunde der Nacht. Und hier ist er.
Also Schloss Neuschwanstein ist ein Scheißdreck dagegen. Guckt euch mal dieses geile Ding an hier. Mit Zugbrücke, mit allem Schnickschnack. Also die wird definitiv oben auf den Berg kommen. Schön irgendwo hin. Die kriegt schon einen schönen Namen. Schloss Marcel oder so. Irgendwann lasse ich mir da auf jeden Fall für einfach. Also Marcel, super. Das Ding ist super schön. Hat unten ein Loch drin für Licht. Da kannst du davon ausgehen, dass die schön beleuchtet wird. Super toll. Und wenn ihr denkt, das war's, habt ihr euch vertan. Hier ist noch hier drin. Ah, geil. Wie der Rheinländer sagt, das sind Böhm, das sind Tanneböhm. Bäumchen. Herrliche kleine Bäumchen. Habe ich auch schon von Sascha ein paar bekommen. Die werden einen Ehrenplatz bekommen. Und hier, Peoples, 100 Leute in einer Tüte. Sehr geil. Marcel, das ist klasse. Wenn ich die jetzt mal so sehe, wie klein die sind, und die muss ich irgendwann mal aufkleben. Herzlichen Glückwunsch. Leute, guckt euch das mal an. Das wird wahnsinnig hier. Ah, Gott, nee. Ach so, da gibt noch Geld. Das war's jetzt. Aber was ist hier noch drin? Ach, wie geil. Der kleine Bahnhof. Ja, der ist ja knuffig hier. Ja, den Reichenbach. Freunde. Marcel, was soll ich sagen? Mir fehlen da im Moment so ein bisschen die Worte. Und ich finde es einfach nur genial. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich. Wir haben uns noch nie getroffen. Wir haben immer ein bisschen geschrieben. Wir haben immer ein bisschen gefachsimpelt und gegenseitig Kommentare drunter geschrieben. Und da schickt er mir jetzt gerade mal eben hier eine Burg, einen kleinen Bahnhof, eine Brücke, ein paar Bäume, 100 Mann in der Tüte und ein selbstgebautes Diorama. Und ich weiß, dass du Weidi WW 1001, also dem Thomas, und auch dem Dortmunder Jung eins gebaut hast und eins geschickt hast. Und das ist eine Riesenehre für mich. Ich kann nur sagen, danke, 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 danke und danke. Ja, Freunde, so kann es gehen unter den mit den Leuten der Modellbahnkunst. Ich bin total faszinierend, wie gesagt, fasziniert, bin wie gesagt erst seit Januar dabei und völlig perplex. Der Brief. Ja, freue mich gerade den Arsch ab und kann nur sagen, Dankeschön Marcel, ganz besonders dir, mit so viel Herzblut da rangegangen. Ja, an alle Modellbahner, bleibt wie ihr seid. So seid ihr gut und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, für den Daumen hoch, freue ich mich natürlich und wenn unser aller Name um die Welt geht in Form von YouTube, dass wir uns gegenseitig liken und glaubt, das können wir auch ohne weiteres machen, werden wir mal alle ganz groß rauskommen, YouTube-Stars, sage ich immer. Nein, im Ernst, man muss das Ganze ja die Kirche im Dorf lassen. Ich sage Dankeschön an dieser Stelle. Finde es super klasse und freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet, wenn es heißt, willkommen bei Sibi Likes Trains. Macht's gut, bis dann, euer Sibi. Ciao.